Zur Feier des Miserior Fastensonntags darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen, besonders auch Sie daheim an den Mediengeräten. So lasst uns diesen Gottesdienst gemeinsam feiern und Gott einladen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, der seine Wege mit uns geht, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es geht anders, so lautet das Leitwort der diesjährigen Miserior Fastenaktion. Miserior bildet dem heutigen Fastensonntag unseren Blick auf das richten, was wirklich zählt im Leben. Was brauchen wir zu einem tragfähigen, erfüllten Leben? Und was sammeln wir alles an, ohne dass es uns wirklich zufrieden und glücklich macht? Miserior lädt uns ein, den Blick zu weiten. Mit der Arbeit seiner Partnerorganisation in Bolivien stellt es uns Menschen und Projekte vor Augen, die nach Wege des Wandels suchen. Sie laden uns ein, konkret vor Ort wie auch weltweit neue Wege zu gehen im Umgang mit unseren Lebensgrundlagen, unserer Schöpfung, unseren Rohstoffen und Wirtschaftsgütern und mit unseren Mitmenschen. Es geht, ja, es geht anders. Veränderung, Wandel und Umkehr sind möglich. Die Hinkehr zu einem besseren Leben für alle. Bitten wir Gott daher um seine Hilfe und sein Erbarmen für uns. Herr Jesus Christus, du verheißt uns ein Leben in Fülle. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Dein Leben und deine Botschaft soll ein Maßstab für unser eigenes Leben und Handeln sein. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Dir zu folgen und zu dienen, heißt solidarisch zu sein. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. So erbarme sich über uns der gütige und barmherzige Gott. Seine Liebe verteile das Dunkle und Selbstsüchtige aus unseren Herzen und führe uns zu neuem Leben, zu einem Leben in seiner Fülle, mit ihm und untereinander. Amen. So lasst uns beten. Gott, du hast deinen Bund mit uns Menschen geschlossen. Du hast Menschen herausgeführt aus Abhängigkeiten und Zwängen. Du willst auch für unsere Zeit, dass wir in Freiheit leben können. Schreibe deine Botschaft neu in unsere Herzen, dass sie zu Samenkorn werden, das in uns keimt und wächst. Dann können wir Veränderungen wagen, neu, anders und gerecht auf dieser Erde leben, die du uns alle zur Heimat gegeben hast. Um all das bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und den Herrn. Amen. Amen. Lesung aus dem Hebräerbrief. Als Christus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor dem gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Sei Gott.
Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit traten einige Griechen, die beim Osterfest in Jerusalem Gott anbeten wollten, an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte. Und sie sagten zu ihm: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an sein Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte Jesus, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Es geht anders, so lautet das Motto der diesjährigen Viserior Fastenaktion. Das Plakat von Viserior hier vorne am Lesepult zeigt eine Bolivianerin, die die Schönheit der ursprünglichen Landschaft ihrer Heimat bewundert. In den Bergketten und dem klaren Wasser des Sees spiegeln sich für den außenstehenden Betrachter für uns aber gleich die Börsenkurse der Landschaft wieder. Alles in der Welt scheint heute berechenbar geworden zu sein und wird schnell unter einem wirtschaftlichen Kosten- und Nutzenfaktor gesehen. Was bringen mir die Berge ein? Gibt es dort Edelsteine, Erze oder sogar Gold? Kann man dort Rohstoffe abbauen für die Industrie, die Baustofffirmen oder den Straßenbau? Lässt sich vielleicht dort ein unbringendes Skigebiet für den Tourismus eröffnen? Und was bringt der See? Wie viele Fische kann man dort fangen oder züchten? Kann man das Wasser und die dortigen Quellen wirtschaftlich nutzen, als Trinkwasserreservoir oder vielleicht sogar als Mineralwasserquelle? Lässt sich das Wasser industriell nutzen, zum Färben, zum Auswaschen oder als Kühlwasser, vielleicht sogar für die Stromgewinnung? Und wie sieht es dort vielleicht mit einem riesigen Freizeitpark und Hotelanlagen, Yachthäfen und vielen Wassersportmöglichkeiten aus? Ein großes Problem in Bolivien ist, dass den indigenen Bevölkerungsgruppen, die seit Jahrhunderten als Ureinwohner auf ihren angestammten Gebieten leben, das Land zwar rechtlich als ihr eigenes Land vom Staat zugesprochen bekommen haben, aber die Industrie, die Agrar- und Forstwirtschaft und selbst auch die Regierung sich nicht an die rechtlichen Vereinbarungen halten wollen, wenn es für sie sehr profitabel erscheint. Besonders im waldreichen Amazonasgebiet wirkt sich diese Haltung sehr zerstörerisch aus. Wo Gold, Gas oder Erdölvorkommen entdeckt werden, wo landwirtschaftliche Flächen für Sojaanbau oder Viehzucht weiterhin viel Geld versprechen,
Der Holzbedarf, auch mit seltenen Hölzern, noch Gewinne verspricht, er wird schnell auch gegen geltendes Recht der Landbewohner verstoßen und schnell unwiederbringliche Fakten geschaffen. Und ist der Baum erst einmal gefällt, der Boden verkarstet, wächst so schnell kein neuer Baum hervor, geschweige denn ein ganzer Regenwald. 2019, heißt es, hatte Bolivien eine Pro-Kopf-Abholzungsrate von 198 Quadratmeter jährlich und damit einer der höchsten der Welt, noch weit vor Brasilien, Malaysia und Indonesien. Der WWF, eine der weltweit größten Naturschutzorganisationen, schätzt, dass im Jahr 2030 mehr als ein Viertel des Amazonas-Regenwaldes abgeholzt und für immer zerstört ist. Wird dieser fatale Abholzungswert erst einmal erreicht, wird es für den Amazonas-Regenwald keine Rettung und keine Wiederaufforstungsmöglichkeiten mehr geben. Die Erneuerung und Regenerierung des Waldes wäre für immer zerstört und der Regenwald für immer in seiner Form verloren. Welche Folgen das für unser weltweites Klima hat, für den Klimawandel, möchte man sich gar nicht vorstellen. Viseria unterstützt daher die bolivianische Organisation SEJIS vor Ort, die sich für die Landrechte und ein selbstbestimmtes Leben der indigenen Volksgruppen einsetzt und sich so auch für den nachhaltigen Schutz und Erhalt des Regenwaldes engagiert. So werden vor Ort tragfähige Gemeinschaften gebildet, ihre eigenen Traditionen bewahren, sich selbst leiten, sich selbst fortbilden, ausbilden, nachhaltig handeln und sich auch politisch und juristisch gegen staatliches Unrecht zur Wehr setzen. SEJIS stellt zum Beispiel auch Gelder und Anwälte bereit, wenn es um geltende Rechtsansprüche vor den Gerichten geht. Ein weiteres Großprojekt von Viseo ist die Zusammenarbeit mit REIS, einer bolivianischen Caritas-Initiative. Hier besinnt man sich neu auf alte Wurzeln, auf das Zusammenleben von Mensch und Natur und somit auf eine nachhaltige Nutzung des Regenwalds. Hier werden im Einklang mit dem Wald Lebensmittel, Obst und Gemüse angepflanzt und heimisches Vieh gezüchtet, ohne riesige Waldflächen durch Abholzung oder Brandrodung für immer zu zerstören. Auch im REJIS-Projekt schließen sich viele Bauernfamilien zu Gemeinschaften zusammen und helfen sich dabei gegenseitig. Sie beraten sich gemeinsam, was man gut auch auf engstem Raum anbauen kann und wie der Wald und die Natur dazu beiträgt, gute Erträge, Ernten und sogar reichlich Überschüsse für alle zu produzieren. Für mich ist das ein Leben in Fülle. Wir leben wirklich im Überfluss durch die Gemeinschaft und die Vielfalt an Pflanzen, die wir hier auf engstem Raum haben, berichtet Antonia Luisi Veseure, die auf einer Waldparzelle mit ihrer Familie in Bolivien lebt und arbeitet. Gute Lebensbedingungen für alle vor Ort zu schaffen, im Einklang mit der Natur zu leben, sich gegenseitig zu helfen und zu vernetzen, sich weiter aus- und fortzubilden, sich gemeinsam für die eigenen Rechte stark zu machen, sich politisch zu engagieren und sich Gehör zu verschaffen. Für all das setzt sich Caritas Reyes zusammen mit SEJIS ein und mit Miseo an der Seite in Bolivien, weil sie glauben, dass es auch anders geht. Wenn auch wir glauben, dass es anders geht, bittet Miseo uns dieses Jahr um unsere Unterstützung, unsere Mithilfe und Spende für die dort lebenden Menschen, für die indigenen Volksgruppen in Bolivien und den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes. Unser Mittun geben uns alle zugute und nicht nur den dort lebenden Menschen. Durch unsere Mithilfe und Unterstützung können wir nicht nur wettertechnisch das Weltklima verbessern, sondern auch das soziale Weltklima für eine bessere, lebenswerte und gerechtere Welt für alle zu schaffen. Dass es durchaus auch anders gehen kann und dass das Leben im Miteinander reich, gut und auch am Ende schön werden kann, wenn man auf Eigennutz, auf eigene wirtschaftliche Vorteile und Profite im Leben verzichtet, das verheißt uns auch Jesus im heutigen Evangelium. Wenn sein Leben reichlich Liebe verschenkt und persönliche Hingabe aussieht, so wie ein Weizenkorn,
Ihr werdet reichlich Früchte ernten, neues Leben, mit Anerkennung und Dankbarkeit finden, Beziehungen, Freundschaft und Gemeinschaft, Solidarität, Unterstützung und Mithilfe und vieles andere mehr. Und zu guter Letzt auch Selbstliebe und Frieden, der göttliches Leben. Wenn einer mir oder meinem Nächsten zu Diensten ist, den wird mein Vater ehren. Und wer mir auf diesem Weg folgt, den werde ich an mich ziehen. So ist Jesus auch, wie der Hebräer-Text es sagt, für alle, die auf ihn hören, zum Urheber des ewigen Heils geworden. Amen. Unter Klagen und Tränen hat Jesus selbst seine Bitten und Gebete vor Gott gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. So beten und bitten wir zu ihm mit Jesus Christus. Für die Bewahrung und den Erhalt der Schöpfung, dass wir verantwortungsbewusst und nachhaltig mit den Schätzen der uns anvertrauten Natur umgehe. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Viele Menschen leben in Armut und Not, viele von uns in Wohlstand und Überfluss. Hilf uns, Hunger und Not in der Welt zu lindern, die Güter der Erde gerecht zu verteilen und auch andere von unserem Überfluss abzugeben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir glauben, dass Umkehr und Wandlung möglich ist, dass es mit deiner Hilfe auch anders geht. Lass uns erkennen, dass Hingabe wie auch Verzicht reiche Früchte und Zinsen für ein gutes Zusammenleben tragen kann. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, weil wir wissen, dass bei dir immer neues Leben möglich ist. Nimm sie auch in dein Reich und schenke ihnen das verheißene Leben in Fülle. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, durch deine Hilfe ist Jesus für uns zum Urheber ewigen Heils geworden. Auf seine Fürsprache erhöre auch unsere Ängste, Sorgen, Bitten und Nöte und führe uns mit ihm zum ewigen Heil. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebt eure Herzen. Wir haben sie dank, Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit, jetzt sind die Tage des Heils. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden und schenkst uns von Neuem die Kraft zum Guten.
die Reinheit des Herzens. Du gibst uns die Gnade, in dieser vergänglichen Welt das Unvergängliche heimzuwirken durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Lobgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Wo wir für immer die Fülle des Lebens und der Herrlichkeit erwarten. So
So lass uns in Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir können mitbauen an Gottes Reich auf Erden. So wollen wir voll Vertrauen um seine Hilfe bitten und beten. Vater, in unserem Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie Liebe und die Güte ist, da ist Gott, da ist sein Friede. So beten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unser Versagen, auf unsere Fehler und Schwächen, sondern sieh auf das, was uns verbindet. Sieh auf das Gute, um das wir uns im Leben üben. Sieh auf unseren Glauben, auf unsere Liebe und schenke du uns an deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Den Christus werden selig preist, denn er nimmt hinweg die Sünde und die Schuld der Welt. Herr, ich bin dir nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So kommt, kostet und seht, wie gut er ist.
So lasst uns beten und Gott um seinen Segen bitten. Gott, dein Wort stärkt uns und gibt uns Kraft für unseren Weg. Es gibt uns Kraft und Stärke, an deinem Reich mitzubauen. Es gibt uns Kraft und Stärke, alles zu überwinden, was uns hindert, den Weg der Gerechtigkeit weiterzugehen. Es gibt uns Kraft und Stärke, unser Leben und Zusammenleben in dieser alten Welt eine neue Richtung zu geben. Wirke du in unseren Herzen weiter, lass deinen Samen wachsen und reifen in uns, den du heute in uns eingepflanzt hast, in Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Mit Gott an unserer Seite, da geht was. Da geht vieles gut und anders, weil wir wissen, wir sind nicht allein. Er selbst ist bei uns, mit uns. So segne und begleite uns auf all unseren Wegen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in seinem Frieden. Amen. Das ist sein Wort, dem Herrn.